können wir, glaube ich, wieder einsteigen. Und können dann los. Alter Schwede. Uiui, die Steuerung muss ich noch ein bisschen umstellen dann später. Okay, vor allem die Maussteuerung geht mal gar nicht. Könnte ich jetzt auch einfach aufs... Okay, ich könnte jetzt auch einfach aufs Gamepad wechseln. Oder aufs... So, wir fahren den Expressbus nach... wo fahren wir hin? Karlsruhe? Bieg doch ab, Mensch! Okay, da stehen sie. Okay, wenn man da ein bisschen zu schnell lenkt... Okay, das ist ein bisschen hart krass. Ich glaube, da wäre ein... da wäre ein Lenkrad besser. Wir wollen nicht rückwärts fahren. Und schon wieder rot. Okay, den Spiegel bräuchten wir mal nicht. Ich kann die auch nicht mehr wegmachen. Oh, sehr gut. Streckenführung folgen bis zur letzten Station. Ja, ist ja in Ordnung. Kann man das irgendwie ausblenden? Anzeige abspielen. Und herzlich willkommen bei Flixbus. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid und wir gemeinsam unser heutiges... Ach du Scheiße. Wir haben grün. Okay. Ich finde, die Map ist ein bisschen arg unübersichtlich, weil das sind jetzt vier Striche, ja. Das heißt einfach, weil es vier Fahrspuren gibt, aber das ist, finde ich jetzt ein bisschen hart unübersichtlich. Der Sprit ist auch ziemlich teuer, das geht ja mal gar nicht. Oh, da ist ein Blitzer. Man sieht, wie sich alles aufbaut nach und nach. Links müssen wir nicht. Wir müssen noch geradeaus. Ja. Ich denke mal, das wird eine etwas längere erste Folge. Alter Schwede, wie lange ist denn die Kamera, bitte? Nicht die Kamera, die Ampel auf Rot. Ja, übel krass. Okay, man sieht, wie die Spiegel auch noch alle ein bisschen lecken. Da gibt es dann wahrscheinlich auch noch bald ein Update. So, wir müssen hier rechts. Wunderbar. Was war jetzt? Die fahren besser als hier. Ja, cool, du kannst auch aussteigen. Ich kann dich auch hier rauslassen. Also, ist ja kein Problem, oder? Alter, Alter, was geht denn hier ab? Ihr fahrt auch die... Auch,
What the? Hat es gerade gesehen? Der ist auf die Autobahn gefahren, ist langsamer geworden. Aber ich finde es krass, wie schön das nachgebaut ist. Also auch hier mit diesen, ja, wie soll man sagen, mit dem, was ist denn das da, dieser LKW-Maut. Keine LKW-Maut-Anzeige oder ja, Stand, sage ich mal so. Dann fand ich hier alles so langsam. Hier ist doch 100. Was war Tempomat? Tempomat war T. Wunderbar, setzen wir unseren Tempomat bei 100 rein. Oder 101. Also die Anzeige da oben, die würde ich gern noch entfernen. Also die nervt mich dann doch schon ziemlich hart. Muss ich ehrlich sagen. Eieiei, eieiei, nicht rechts an die Wand hin. Auch wenn jetzt frei ist, klar, ein Bus darf ja nur 100 fahren. Also ich bin schon öfters mal mit dem Reisebus mitgefahren. Klar, die fahren dann auch teilweise schneller, ja, aber nur mal die Maus hier ein bisschen aus dem Bild raus. Aber naja. Und hier wird's dreispurig. Okay. Ach, sogar die digitalen Anzeigen gibt's hier, ist ja mal geil. Aber warum so dicht aufeinander folgend? So, wir fahren hier mal ganz gemütlich Richtung Karlsruhe. Würde mich auch interessieren, ob die das so, wie soll ich sagen, so nachgebaut haben. Zum Beispiel auch, gerade zum Beispiel die Pforzheimer Senke. Aber das ist, glaube ich, dann eher weniger. Weil irgendwie muss man ja sparen bei einer Simulation. Das ist dann halt oft am Weg. Weil wir haben jetzt nur noch 66 Kilometer zu fahren. Hier, da gibt es gerade ein Elefantenrennen. Was macht der bitte? Was machen die? Die KI fährt ein bisschen arg komisch, finde ich. Und der LKW fährt einfach auf der linken Spur, oder auf der mittleren. Ja, kein Problem. Kein Problem für uns. Wir halten hier unseren Tempomat bei 100. Wenn es sein muss, fahre ich auf die linke Spur. Die Polizei. Oder wir fahren einfach wieder rüber auf die rechte Spur. Was sind das für komische Führungen? Eieiei, ich muss ja nach. Warte, ich muss rechts, hä? Lol. Und was ist jetzt passiert? Er ist mir jetzt hinten reingefahren. Ja, man sollte vielleicht auch mal auf sein Navi gucken, ja, bevor man sich, ja, auf seinen Instinkt verlässt. Okay. Wir hier runter? Oder? Hier ist 80 für LKWs. Okay, wir müssen hier runter. Alles klar. Bremsen wir mal ein bisschen. Ho, 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 ho. Okay. Oh, das ist ja geil. So eine richtige Abfahrt. Da braucht man echt ein Lenkrad. Das ist einfach am besten. So, und jetzt müssen wir rechts.
Uiuiuiui. Also die Steu. Lenkfehlverhalten. Lenkfehlverhalten heißt jetzt was? Schlaglöcher. Das Rot. Ne, das Grün. Dürfen wir hier fahren? 80? Ja, ist ja bestens. Alter, die Schla. Holy shit, guck dir mal die Straße. Und was sind das? Du fährst zu schnell. Können Sie etwas langsamer fahren? Alter, was bist du für eine Pussy, Mann? Wir müssen hier rechts. What? Sehen die das nicht, dass die rum. Warum fahren die Leute über Rot? Und da dann nicht. Okay, ich glaube, das Spiel ist noch etwas sehr buggy. Weil da gibt es natürlich einen Stau. Der fährt einfach auch drüber. Ja, bekomme ich jetzt bald grün, oder? Oh, geht doch. So, sind wir denn auch schon in Karlsruhe? Es ging ja ziemlich schnell. Ich finde es cool, dass man da so seine, wie soll ich sagen, seine eigene Wege auch bestimmen kann. Oh, ich wurde geblitzt. Oh. Ist halt wie im echten Leben. Ich werde auch immer geblitzt. Die fahren alle über Rot. Das ist krass. Irgendwie gibt es hier in Deutschland keine Strafzettel. Junge, du hast Rot. What the fuck? Okay, irgendwie sind die roten Ampeln zwar da, ja, aber die Leute reagieren nicht drauf. Also ich denke mal, dass es da auf jeden Fall die nächsten Tage ein Update geben wird, weil das ist ja. Okay. Da haben wir fast einen Unfall gesehen. Da, der hat rot. Rot, also entweder sind die hier alle farbenblind oder. Ja, keine Ahnung. So, ihr dürft nicht fahren. Ich hab grün. Ja. Und das ist die nächste rot. Was passiert denn, wenn ich. Ne, will ich jetzt nicht austesten. Ja, mach grün, Mensch. Wunderbar. Ja, wir schleppen jetzt einfach mal die Ampel mit uns mit. Die selbst, wenn sie umgefahren wird, noch anzeigt. Alles klar. Alter, die Steuerung, die geht ja mal gar nicht. Also entweder mit Lenkrad, ja, oder gar nicht. So. Bitteschön. Alle ausgestiegen. Gehe in den Bus. Okay.
Ja, und jetzt? Soll ich weiterfahren, oder was? Oder was soll ich machen? Hallo? Hier ist der. Ist das Depot? Wunderbar. Sind wir hier, könnten wir sagen, das war doch mal eine gute erste Folge. Und ich werde mich dann noch ein bisschen auseinandersetzen mit der Steuerung und allem, dass es nicht so happelig wird in nächster Zeit. Auf jeden Fall freue ich mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Und ich verabschiede mich und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.